Guten Morgen. Ja, Mittwoch ist es. Willkommen zu den Morning News. Das Bundesministerium der Justiz hat eine Umfrage gestartet zum Anti-Abmahngesetz. Im Anti-Abmahngesetz ging es im Wesentlichen darum, die rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen zu unterbinden. Allerdings gab es keine vernünftige Datenbasis, sodass man im Grunde genommen aus der Hüfte geschossen ein Gesetz formuliert hat. Und das Justizministerium möchte nun wissen, wie funktioniert das. Sie haben selber eine Studie in Auftrag gegeben. Diese ist so gemischt. Das Ministerium kritisiert aber, dass die Datenbasis bisweilen sehr gering ist und fragt jetzt Betroffene und Interessierte, welche Erfahrung sie denn damit gemacht haben. Den Link zur Umfrage findet ihr unterhalb des Videos gepostet, auch denn dann der Link zur bereits erfolgten Studie. Tja, und jetzt müssen wir uns das mal überlegen. Zum einen haben wir hier, oder sehen wir hier, dass die Politik euch mitnimmt. Ihr seid in der Lage, eure Meinung kundzutun. Das müsst ihr jetzt nutzen. Tut ihr das nicht, finde ich dann solche Argumente, naja, da kann man ja eh nichts daran ändern. Oder das ist alles Unfug, die Politik macht, was sie will. Das ist Quatsch. Ihr werdet eigentlich immer aufgefordert, politisch aktiv zu sein. Und ihr könnt immer an politischen Prozessen, Gesetzgebungsprozessen dran teilnehmen. Aber, und jetzt kommt wirklich das Aber, die Ministerien veröffentlichen in Pressemitteilungen eine ganze Menge Zeug, unter anderem auch solche Umfragen. Wenn diese von den Medien nicht aufgegriffen werden, haben wir natürlich die Situation, dass euch so etwas kaum bekannt wird. Über diese Umfrage hat, darüber habe ich sie auch gesehen, Online-Händler News berichtet. Ich habe sie mir auch gleich beiseite gelegt, dass ich auch einen Artikel darüber schreibe. Aber wir stellen uns jetzt mal die Frage, wer hat nicht darüber berichtet. Aber als es zum Thema Abmahnungen ging, war alles, was Abmahnmissbrauch ging, war es dann ganz groß. Unsere Händlerverbände. Ich habe weder beim BEVH noch beim HDE, beim BVOH und sonst irgendeinem Händlerverband in irgendeiner Art und Weise einen Hinweis auf diese Umfrage gefunden. Sie wäre wichtig. Und selbstverständlich wäre es wichtig, dass die Verbände, die uns ja eigentlich vertreten sollen, erzählen, Mensch, wir haben das Ding gesehen, wir geben für unsere Mitglieder eine Einschätzung ab oder wir fragen mal bei unseren Mitgliedern nach, konkret eigentlich sollten sie es wissen, nach und versuchen hier die Punkte ins Gesetz zu bringen, die so richtig nicht gut funktioniert haben. Das ist zum Beispiel diese Gerichtsstandsgeschichte. Anwälte sagen zwar, oh, gut, dass das nicht durchgegangen ist. Ich finde das gar nicht so übel, was die Gerichtsstandsvereinbarungen angeht. Denn dann kann man eben nicht sich ein Gericht aussuchen, wo man bereits weiß, welche Rechtsmeinung das Gericht vertritt. Gleichzeitig, finde ich, haben wir immer noch Herausforderungen, was das Thema Verbandsklagebefugnis angeht. Wir hatten das gestern gesehen in der Abmahnradar von Trusted Jobs, dass die Verbände noch ganz kräftig auf die Füße treten, wenn sie denn aktiv sind. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit gefunden, es Kanzleien wie Sandhage und Co. schwer zu machen, abzumahnen. Das muss man mal so ganz nüchtern sehen. Das heißt, da haben wir tatsächlich noch Luft nach oben im Gesetz. So, und eigentlich sollte es Aufgabe der Verbände sein, hier jetzt reinzuspringen. Und man muss auch dazu sagen, auch lieben Anwälte, da habe ich jetzt keine Veröffentlichung gesehen. Ne? Das heißt, so die Anti-Abmahn-Gegner, die sich gerne als solche gerieren, hier Internetrecht Rostock, IT, wie heißt das denn, IT-Rechtskanzlei München oder wie auch immer hier die Münchner. Und auch sonstige Kanzleien, die sich gerne als Abmahngegner darstellen, das Abmahnwesen verurteilen. Das ist, und auch das müsst ihr erkennen, das ist eine extremste Doppelzüngigkeit. Viele Anwälte und Anwaltskanzlei sind durch und durch verlogen, was das angeht. Trifft man, und auch das sage ich aus voller Überzeugung, weil ich Gespräche führe. Da habe ich natürlich die Anwälte, die nach außen hin sagen, boah, scheiß Abmahnung. Alles ganz schlimm, meine Güte, die armen Händler. Und jeden Abend gehen sie mit einem Stoßgebet ins Bett, dass der IDO endlich wieder wie Phönix aus der Asche aufsteigt, damit sie wieder Mandate kriegen. Ich kenne Kanzleien, die haben 20-30%
weniger Umsatz durch das Anti-Abmahn-Gesetz. Also schreibt seine Wirkung durchaus erzielt. Und das ärgert natürlich auch solche Anwälte, auch die vermeintlich Guten. Denn ihr dürft nie vergessen, es gibt immer zwei. Es gibt die, die abmahnen, und es gibt die, die euch gegen eine Abmahnung verteidigen. Und die brauchen die Bösen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung berichten, denn ich war nun ein recht umfangreicher Abmahner. Nie rechtsmissbräuchlich, im Gegenteil. Ich war gerichtsbekannt nicht rechtsmissbräuchlich. Also ich hatte quasi einen Persilschein von mehreren OLGs bekommen, weil die Rechtsmissbräuchlichkeit, klar, bei der Masse an Abmahnung ist bei mir angegriffen worden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da saßen wir denn dann in der Verhandlung mit dem gegnerischen Anwalt. Die gegnerische Partei war auch anwesend. Wir haben uns wie die Kesselsflicker beschimpft, bekämpft, gestritten. Rausgegangen, der Gegner ist schon nach Hause gefahren, der gegnerische Anwalt, mein Anwalt und mein Wenigkeit ist erst noch Kaffee trinken gegangen. Das war's. Und haben uns auch amüsiert über das Schauspiel, was wir hier abgegeben haben. Aber was anderes war es nicht. Das ist Abmahnung, da braucht man eigentlich keine Emotionen zu. Derjenige, der es falsch macht, der erwischt worden ist, hat Pech gehabt, der soll halt Zahlemann und Söhne machen oder sich unterwerfen im Rahmen einer e.V., dann ist die Welt ja auch in Ordnung. Aber das wollen viele nicht sehen. Und ich meine, es ist halt mitunter auch immer ein Strategiespiel, wie man die Gegner dann erlegt. Aber am Ende des Tages ist eine Abmahnung wichtig. Punkt. Ich muss mich als Abmahner nicht rechtfertigen, dass ich mich gegen unlauteren Wettbewerb wäre. Jetzt kann man gerne sagen, okay, so ein Impressumsfehler, der ist jetzt ausgeschlossen, oder Preisangabenverordnungfehler, ist alles nicht so schlimm. Das mag ja durchaus sein, aber da müssen genau diese Gesetze geändert werden. Aber solange es diese Gesetze gibt, hat sich jeder dran zu halten. Und auch jetzt in meinem aktuellen Projekt gebe ich eine Menge Geld dafür aus, dass zum Beispiel eine rechtssichere Garantievereinbarung implementieren. Und das passiert immer und ausschließlich mit einer juristischen Schleife. Da hängt eine Anwaltskanzlei drin. Selbstverständlich. Wir haben kürzlich Bilderrechte, also Urheberrechte, an unseren Bildern durchgesetzt gegenüber einem sehr, sehr großen französischen Händler. Ist, wie es ist. Wer doof ist, kriegt eins auf die Finger. Weil ich meine, wir haben nun einmal ein gleiches Regelwerk. Und da eBay ja jetzt nun auch kostenlos geworden ist, haben wir halt diese ganzen Privatgewerblichen. Gut, die treffen jetzt mich in meiner Aufgabe bei dem Projekt weniger, aber sie treffen andere Händler. Ja, und da ist halt die Abmahnung genau das richtige Mittel. Nichts anderes. Anzeigen beim Finanzamt, Anzeigen bei eBay, ja, kann man begleitend machen, aber das, was funktioniert und das, was jeder Händler machen sollte, ist, sich mit den ihm zur Verfügung stehenden gesetzlichen Möglichkeiten gegen unfairen und unlauteren Wettbewerb wehren. Und das ist nun mal die Abmahnung. So ist das nun mal. Und wer ehrlich gesagt mit den Regeln nicht zurechtkommt oder das Risiko einer Abmahnung nicht einkalkuliert, ja, finde ich auch klare Worte. Büroklammern sammeln gehen, wäre eine Idee. Dann funktioniert es im Handel einfach nicht. Ganz nüchtern, wer das nicht kann, alles okay. Abmahnung passiert immer mal. Man hat immer mal Fehler, Mitarbeiter, ne? Aber dann nicht losjammern, das Ding einpreisen und dann ist die Welt gut. Aber wer genau das nicht kann, ja gut, der muss halt im Handel aufhören. Ist halt irgendwie in meinen Augen auch eine recht klare Sache. Ja, eine neue Amazon-Initiative gibt es. Amazon hat sich viel, viel Mühe gemacht, diese auch überall publik zu machen. Unter anderem hat TameBay bzw. jetzt Channel X auch darüber berichtet. Es gibt eine Pressemitteilung, findet ihr alles unterhalb des Videos verlinkt. Es geht darum, dass viele Amazon-Tools vereint werden sollen, sodass man im Prinzip mit einem Klick in der Lage ist, in neuen EU-Märkten sauber zu verkaufen. Ob und inwieweit das funktioniert, ja, ausprobieren, Feedback abwarten. Ich habe da so meine Skepsis. Das ist eine gute Idee, ein guter Ansatz, aber ist der in der Praxis auch anwendbar? Wir wissen es noch nicht. Dann kommen wir auch schon zur letzten News. YouGov hat im Rahmen ihres Brand-Indexes untersucht, was denn bei den Verbrauchern die beliebtesten Automarken sind.
Ein Link zur Studie, die ist kostenlos, findet ihr unterhalb des Videos auch verlinkt. Ja, was macht man mit diesen Zahlen? Wer also jetzt Merchandising-Artikel verkauft, der sollte sich vermehrt auf Audi stürzen, weil Audi ist zumindest in Deutschland sehr beliebt. Insgesamt, wenn wir das global betrachten, sind zwar die großen deutschen Autohersteller Mercedes, BMW, Audi, VW immer in den Top 10 vertreten, aber Platz 1 global nimmt Toyota ein. Toyota ist also sehr, sehr beliebt, ja, gerade in vielen Auslandsmärkten. Es ist egal, ob ich es mir jetzt in Afrika anschaue oder halt auch in Südostasien. Da ist es so, dass wir sehr viele Toyotas auf der Straße finden. Toyota ist eine gute Automarke. Das ist dann auch der Hintergrund, warum es Sinn macht, zumindest einmal sich solche Studien anzuschauen, meinetwegen auch mal quer zu lesen, so in etwa weiß, okay, das sind die Dinge, die sind halt wichtig. Ähnlich auch wie die Zulassungszahlen beim KWA. Das war's mit den Morning News. Ich wünsche euch einen fantastischen Mittwoch und ja, wer Lust hat, morgen geht's weiter, Donnerstag und abends den BBG Wissen Talk, diesmal wieder mit Katharina Stapel. Wir schauen uns an, was wir im Shop alles gut machen können, damit unsere Verbraucher auch fleißig bei uns einkaufen. Wer Lust hat, morgen um 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Bis, ich habe morgen erzähle ich noch mal einiges dazu. Ich habe heute ein bisschen Brassel damit. Ich kümmere mich gerade um Logistikprozesse in einem Unternehmen und online bei einem Online-Händler und verschlanke die. Werde ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Weil interessant ist, wie viele Dinge doch zunächst erst einmal gelöst worden sind und wie am Ende des Tages ich sie jetzt löse, nachdem ich der Meinung dazu zur Erkenntnis gelangt bin, dass ich glaube, dass man hier viele Dinge ein bisschen smarter lösen kann. Erzähle ich morgen was drüber. Ich wünsche euch einen tollen Tag, viel Reibach und meinetwegen auch Umsatz. Bis morgen. Tschüss.